Ja, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem YouTube-Kanal mit dem altehrwürdigen Train-Simulator. Wir sind heute wieder in der Hamburger, der Hamburger U-Bahn von Alther. Und wir fahren ein ganz aufwendiges Szenario, das nennt sich Polizeieinsatz. Seid überrascht, was da alles passieren wird. Wir starten einfach rein. Moin, Kollege. Wegen Bauarbeiten endet die U1 aus Großhansdorf-Ohlstedt aktuell an der Kellinghusenstraße. Du bringst jene U1 nun von der Kellinghusenstraße in Richtung Volksdorf. Die IBIS-Daten entnehme bitte der F1-Ansicht. Wichtige Information: in Hamburg gilt, gelb ist rot. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ihr da drüber fahrt. Das heißt, gelbe Signale bedeuten Halt. Und da werden wir auch drauf achten. So, ich drücke Kreuz und dann geht das hier auch gleich schon los in der Kellinghusenstraße hier in Hamburg. Und zwar haben wir hier auch AP-Wetter verbaut, funktioniert auch einwandfrei. Und ja, ich würde sagen, dann drücke ich das X hier, beziehungsweise das Kreuz, und dann geht das los. Husch. Ja, die Gleise fehlen noch, aber die kommen gleich. Die werden gleich geladen. Da sind sie auch schon. Wunderbar. Da ist sie. Hier in der Kellinghusenstraße. Da ist unser TT5. Den werden wir jetzt aufrüsten. Da sind wir. Einfach hier einmal den Schlüssel umdrehen. Ganz wichtig. Und dann hier aufs Display achten. Zugkonfiguration wird ermittelt. Das dauert jetzt nochmal ein paar Sekündchen. Da haben wir's. Und da müssen wir drücken, bis es Piep macht. Es muss Piepe machen. Jawohl. Es hat Piepe gemacht. Dann gehen wir hier zum IBIS und machen die F1-Ansicht an, dass wir auch die Zugdaten haben. So, oh, was ist das denn hier? Ein DT4 kommt hier noch rein. Herrlich, so muss das sein. Eieieiei, das sieht ja klasse aus. Da ist er. Aber wir haben keine Zeit zu luschern. Wir müssen unsere Zugdaten eingeben. Und zwar die Zugnummer 13-2009, wenn ich das hier richtig sehe. Die Zugnummer 29 und das andere könnt ihr hier frei wählen. Machen wir mal irgendwas, ne? Gucken wir mal und machen wir noch die 4. Dann einmal hier drücken, klick. Dann blinkt das und dann müssen wir hier im Display gucken, ob das auch alles akzeptiert worden ist. Dann wird hier oben gleich die Zugdaten erscheinen, hier oben. Es hat Piep gemacht. Da ist er. Da ist er. Wunderbar. Dann können wir die F1-Sicht wieder wegmachen. Wir machen die Türchen auf. Müssen natürlich noch unseren F3-Monitor anmachen. Das machen wir mit Bindestrich für die Freigabe und T drücken. Dann gucken wir uns das an. Da ist er. Jawohl. Die Türen sind auf, aber nur die hinteren. Aber ist ja auch egal. Na, hier ist ja was los, ne? In der Kellinghusenstraße. Da ist noch ein DT5. Eieiei. Huch, huch. Hilfe. Jo. Der DT4. Der kommt ja auch bald für uns. So, da habt ihr schon das Türradern gehört. Die Türen sind in der Tat zu. Will ich zumindest hoffen. Dann können wir eigentlich auch los. Will ich zumindest hoffen. Jo, wir geben einfach mal Gas. Dann sollte sich der Zug in Bewegung setzen. Das tut er. Und ab die Post. Nächster Halt, Klosterstern. Ausstieg links. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn. So, da haben wir ab Tunnel Bahnsteig Anfang haben wir nur noch 40 erlaubt. Deswegen gehen wir hier mal runter.
So, wir drücken Komma für links und natürlich T nicht vergessen, sonst registriert der TS das nicht. Und ja, da gehen wir durch die Treppen, ne? Da ist noch ein DT4 eingerauscht gekommen. Der fährt Richtung Kellinghusenstraße. Schön mit LED-Lichtern hier. Ja, schaut gut aus. Ja, wir müssen auch schon weiter. Denn Zeit ist Geld hier bei der Hamburger U-Bahn. Jawohl, so sieht das hier drinnen aus. Huch, Licht aus? Nö, Licht an. Ach, das war eine Bahnhofsbeleuchtung. No. Nächster Halt, Hallerstraße. Ausstieg links. Ja, 70 dürfen die hier fahren im Tunnel. Wow. Das ist ganz schön schnell, würde ich sagen. Ja, noch sind aber alle Signale grün. Kann uns gar nichts passieren. Hier auch diese grandiosen Zugzielanzeiger hier, fährt sofort. Wahnsinn. Richtig geil gemacht hier alles. So, wir machen dicht. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegeländeeingang Ost. Next Stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains, as well as Congress Center and Exhibition Halls, Entrance East. Ausstieg links. Ja, Stephansplatz nur noch 50 erlaubt. Kann man nicht viel sehen im Dunkeln. So, ja, wie immer habe ich euch natürlich das Szenario, das ihr beim Rätselforum runterladen könnt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie ihr die Route herbekommt, die Hamburger U-Bahn bei Altair. Komm, schrumpsch. So, weiter geht's.
Nächster Halt Jungfernstieg. Nächster Halt Jungfernstieg. Übergang zur U2, U3, U4, S1, S3, zum Rathaus und zur Alster Touristik. Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg links. Ja, und wenn ich dann mal mit der Bahn fahre, dann steige ich hier auch meist um im Jungfernstieg, entweder auf die S-Bahn oder auf die U-Bahn, je nachdem, wo man hin möchte. Ein ganz zentraler Punkt hier in Hamburg. Oh, da geht's nochmal richtig runter hier, ne? Ja, sieht aber wunderhübsch aus hier im Jungfernstieg. Ja, ein grandioses Meisterwerk, die Hamburger U-Bahn bei Altair. Momentan wird ja an der U3 gebaut, aber das ist noch, dauert noch ein bisschen, ehe das da losgeht. Da ist noch sehr, sehr viel Arbeit bei dem Genauigkeit des Details hier. Da dauert sowas natürlich schon mal ein, zwei Jahre, bis sowas fertig ist. So, nächster Halt Meßberg. Nächster Halt Meßberg. Ausstieg links. Jo, der ist ganz orange gehalten hier, unser Meßberg. Der hat ein ganz witziges Makro. Das pfeift mehr, als es makroniert oder so. Keine Ahnung. Aber das scheint auch in Wirklichkeit so zu sein. Die Skripte von RWA und Sounds von Linus und der ganze Bau von Altair. So, nun haben wir hier aber gelb. Nun dürfen wir hier nicht weiterfahren. Im Meßberg. Da müssen wir eigentlich mal einen Fahrdienstleiter anfunken, was der dazu sagt, weil ihr seht es hier. Da, was? Hallo? Hallo? Hier ist die Leitstelle mit einer wichtigen Information an alle Fahrer auf der U1. Ich wiederhole, hier ist die Leitstelle mit einer wichtigen Information an alle Fahrer auf der U1. Wegen eines Polizeieinsatzes im Bahnhof Luhmühlenstraße ist der Bahnhof derzeit vollgesperrt. Ich komme dann gleich nochmal mit näheren Infos, wie es weitergeht. Ich wiederhole noch einmal, aufgrund eines Polizeieinsatzes im Bahnhof Luhmühlenstraße ist dieser derzeit vollgesperrt. Ich komme gleich noch mit neuen Infos. Ja, ihr habt es gehört. Polizeieinsatz. Sehr geehrte Fahrgäste, beachten Sie folgende Durchsage. Aufgrund eines Polizeieinsatzes im Bahnhof Luhmühlenstraße ist dieser derzeit voll gesperrt. Daher staut sich der Zugverkehr vor uns. Sobald mir neue Informationen von der Leitstelle vorliegen, wie es weitergeht und wann, werde ich Sie rechtzeitig informieren. Ja, die Fahrgäste haben
den Lokführer gehört. Der Lokführer hat den Fahrdienstleiter gehört und hat die Infos gerade weitergegeben an seine Fahrgäste. Ja, da guckst du betrüppelt, ne? Mit deinem Schnauzer, ne? Mit deiner Rotzbremse. Jo. Aber so ist das. So sieht das hier aus. Es sind ja nur wenige Fahrgäste drin, die hier betroffen sind. Da hinten haben wir 1, 2, 3, 4. Ne, hier haben wir noch einen fünften und in den weiteren Wagen sind noch ein paar. Ich denke, das sind so 20 Fahrgäste, die hier betroffen sind. Ne, aber ja, ne, so sieht das hier aus bei der Hamburger Hochbahn. Ja, sowas passiert hier ständig. Ne, ich habe auch bei Twitter die Hamburger S-Bahn, aber auch die Hamburger U-Bahn, die Hochbahn abonniert. Da kommen ständig solche Meldungen mit Polizeieinsatz beziehungsweise Polizeieinsätzen oder fremde Personen im Gleisbett, hätte ich bald gesagt, oder auf den Gleisen, Weichen- und Signalstörung. Also hier in Hamburg ist das alles so störanfällig, es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, und da braucht auch nur mal irgendwo eine Oma, ne, einen Zentimeter, ne, irgendwie aufs Bahngelände kommen und ein Lokführer sieht das, macht da sofort Meldung und dann wird hier alles gleich gesperrt. Ne? Also, das weiß nicht, ob das manchmal auch ein bisschen übertrieben ist, aber so ist es eben. Sicherheit geht natürlich vor, ne, und dann wird sofort alles gesperrt. Und dann ist hier erstmal Feierabend und dann geht gar nichts mehr. Ne? Aber das ist hier in Hamburg leider sehr, sehr häufig der Fall. Ich weiß nicht, wie das ist, S-Bahn München oder S-Bahn Frankfurt oder in Berlin, wie das da so ist. Ne? Aber hier in Hamburg ist das schon sehr, sehr häufig. Also jeden Tag hat man hier irgendwelche Störungen und Ausfälle dadurch. Und ich war auch selbst schon betroffen, obwohl ich fahre meist Auto. Aber wenn ich denn mal Bahn fahre, selten der Fall. Aber ich habe fast immer irgendwas, wenn ich denn mal Bahn fahre. Ne? Und aber nun gut, das ist denn so, ne? Kann man nichts machen, ne? So, ja, wir haben immer noch Geld, wir dürfen immer noch nicht fahren. Die Fahrgäste werden unruhig, die machen sich schon bereit für die Erstürmung des Führerstandes, um selber weiterzufahren, weil denen das nicht schnell genug geht. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Das ist so, ne? Hier im Messberg sitzen wir erst einmal fest, aber in einem wunderhübschen Messberg. Das gibt uns aber die Zeit, uns hier mal ein bisschen näher umzuschauen. Und Karlstadt. Heinzer Brille, jawohl. Ja, wirklich alles sehr detailliert dargestellt hier von Altair. Wirklich der Wahnsinn. Heinz Fohn. Heinz Fohn. Was haben wir hier? Lust auf Fremdsprachen. Nee, Schulboy, Germany. Ja, Englisch kann ich doch perfekt, wisst ihr doch, ne? Ja. Aerofuchs.de, Flugtickets buchen. Ja, hat sich wirklich Altair sehr viel Mühe gegeben. Ja, grafisch alles ein bisschen aufgehübscht. Ich habe lange gezögert, mir hier irgendeine Grafikmod zu kaufen. Habe ich jetzt aber doch gemacht mit dem RW Announcer Pro. Der ist jetzt hier mit drauf, ne? Und das schaut auch schon mal wesentlich besser aus als sonst. Gut, ja, wir haben jetzt grün. Nur ist natürlich die Frage, ob wir jetzt schon losfahren dürfen oder eben nicht. Aber wir fahren jetzt, glaube ich, einfach mal. Und warten jetzt nicht ab, bis das hier, was weiß ich, ne? Aber wir dürfen wahrscheinlich auch nur ein Stückchen vorfahren wahrscheinlich. Weil da hinten ist, glaube ich, schon wieder gelb, ne? Ja, ja, da ist schon wieder gelb, wie man das sehen kann. Und ich sollte ja eigentlich weitere Sachen abwarten irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn grün ist, können wir ja fahren, ne? Also, dann fahren wir jetzt einfach mal. Weil eine Meldung kommt hier nicht mehr. Ah, da kommt sie. Hier ist nochmal die Leitstelle an alle Fahrer auf der U1. Die Sperrung am Bahnhof Luhmühlstraße wird leider noch länger andauern. Dort kam es zu einem tätlichen Angriff mit einem Messer. Aktuell ist auch ein Notarzt vor Ort. Anschließend wird die Polizei den Tatort absperren und Spuren sichern. Daher verfahren wir nun wie folgt. Die Züge aus Richtung Kellingstraße. Nächster Halt, Steinstraße. Dort in der Kehre. Ausstieg links. Kehren dann anschließend zurück nach Kellinghusenstraße. Die Züge aus Ohlstedt, Großhansdorf enden in Lübecker Straße und fahren von dort aus wieder zurück. Verweist eure Fahrgäste bitte zur Umfahrung auf die U3. Rechnet aber bitte auch noch mit längeren Standzeiten, da sich der Zugverkehr bereits jetzt aufgestaut hat. Ich wiederhole noch einmal, die Züge aus Richtung Kellinghusenstraße enden aufgrund der Sperrung des Bahnhofs Domühlenstraße
außerplanmäßig den Hauptbahnhof Süd und kehren dort in der Kehre, verkehren anschließend zurück nach Kellingtonstraße. Die Züge aus Ohlstedt-Großhahnsdorf enden in Lübecker Straße und fahren von dort aus wieder zurück. Verweist eure Fahrgäste bitte zur Umfahrung auf die U3 und rechnet bitte auch mit längeren Standzeiten, da sich der Zugverkehr bereits jetzt aufgestaut hat. Vielen Dank. Sehr geehrte Fahrgäste, soeben habe ich neue Informationen der Leitstelle erhalten. Leider wird die Sperrung des Bahnhofs Lohmühlenstraße noch länger andauern. Daher wird unser Zug im Bahnhof Hauptbahnhof Süd enden und von dort aus wieder zurück in Richtung Kellingtonstraße verkehren. Fahrgäste in Fahrtrichtung Ohlstedt und Großhansdorf nutzen bitte ab Hauptbahnhof Süd die U-Bahn-Linie 3 bis zur Lübecker Straße und von dort aus verkehrt die U-Bahn-Linie 1 dann wie gewohnt in Fahrtrichtung Ohlstedt und Großhansdorf. Leider aufgrund der hohen Streckenauslastung vor uns wird die Einfahrt in den Bahnhof Hauptbahnhof leider noch um wenige Minuten verzögert werden. Es sollte aber dann demnächst in den Bahnhof reingehen. Ich bitte daher um Verständnis und um Ihre Geduld. Vielen Dank. Ja, wir haben den Fahrleiter gehört. Das geht gleich wieder zurück in die Kellinghusenstraße, denn hinter den Hauptbahnhof geht es nicht mehr weiter. Der Polizeieinsatz dauert noch etwas länger. Das gibt uns wieder ein bisschen Zeit, hier uns in der Steinstraße hier mal umzuschauen. Wirklich auch grandios gebaut. Wahnsinn. Hier nochmal das gesamte Streckennetz des HVV hier in Hamburg. Riesig. Aber geht, glaube ich, noch größer, ne? Ich glaube, Berlin ist noch größer, ne? Ja, müssen wir warten, ne? Nützt ja nichts. So schaut das hier aus. In der Steinstraße. Kurz vorm Hauptbahnhof. So, ist der schon weg? Nee, der ist immer noch da. Da staut sich das. Tja, und dann müssen wir irgendwie hinter dem Hauptbahnhof irgendwie Wände machen. Ich weiß nicht, ob wir das im Hauptbahnhof oder irgendwie dahinter auf dem Abstellgleis machen. Das werden wir dann sehen. Schauen wir mal. Aber noch geht das hier nicht weiter. Nichts zu machen. Ja, und wenn der Lokführer warten muss, geht er kurz einer rauchen. Mitten im Video. Telefon geht natürlich auf, pünktlich zur Aufnahme. Es ist wirklich nicht zu fassen, ne? So, aber ich denke, wir können weiter, würde ich sagen. Ja, aber da hinten ist noch Geld, ne? Oh, was da? Ui, ein DT4. Ein DT4 kommt rein. Jawohl. Da ist er. Ein DT4, U1 zur Kellinghusenstraße. Ja, die fahren alle zur Kellinghusenstraße, weil sie da in der Lohmühlenstraße nicht weiterkommen wegen dem Polizeieinsatz. Und dann ist das so. Gut, wir gucken aber mal hier, ob wir jetzt hier... Nee, das ist immer noch gelb, ne? Hier ist immer noch gelb. Also wir könnten jetzt nur ein paar Meter vorfahren, dann war's das. Wir müssen warten, bis die Dinger hier auf grün gehen. Sonst lohnt das gar nicht, hier jetzt anzufahren. Das lohnt sich wirklich nicht. Dann gucken wir lieber den schönen DT4 zu hier, wie er hier rausfährt in der Steinstraße. Hier ist was los. Ein Bild für die Götter, ne? Was Altair hier vollbracht hat, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Da kommst du aus dem Staunen, selbst nach so langer Zeit, wie es den jetzt schon gibt, nicht heraus, ne? Also da entdeckt man immer neuere Sachen. Das ist wirklich, boah, Wahnsinn. Da freue ich mich natürlich als Hamburger ganz, ganz besonders auf die... wir fahren trotzdem mal vor, weil sonst springt das, glaube ich, nicht um, ne? Sonst springt das, glaube ich, nicht um. Das andere Signal im Messberg oder kurz hinter Messberg ist ja auch umgesprungen, kurz wo wir davor waren. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob das Ding jetzt auch umspringt, wenn wir kurz davor sind.
Nee, das macht, glaube ich, keine Anstalten hier. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U2, U3, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ja, da hätten wir jetzt. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Hätten wir jetzt hier doch im Bahnhof warten sollen. Ich hab's geahnt. So, nun ist nur die Frage, wann springt das Ding auf grün, dass wir hier endlich mal weiter können. Schauen wir mal. Aber macht Spaß, das Szenario. Könnt ihr euch, wie gesagt, selber herunterladen. Vom Rest im Forum. Link unten in der Videobeschreibung. Ja, Stunden später. Aber es bleibt ja spannend, was uns da im Hauptbahnhof oder beziehungsweise dahinter noch so erwartet. Wir müssen ja irgendwie Wende machen jetzt. Ja, da war das Signal. Ist immer noch auf gelb. Und gelb heißt in Hamburg, zumindest bei der Hochbahn, Halt. Da können wir nichts machen. Jetzt stehen wir so halb hier auf dem Bahnsteig. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich hätte mal lieber drin bleiben sollen, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, hier angenommen hat der Hinweis für Sie. Jetzt geht's weiter. Endet im Bahnhof Hauptbahnhof Süd und verkehrt nach anschließender Kehre wieder zurück zur Kellinghusenstraße. Fahrgäste in Fahrtrichtung Ohlstedt und Großhansdorf nutzen bitte ab hier die U-Bahnlinie 3 bis zur Lübecker Straße. Ab dort verkehrt die U-Bahnlinie 1 wieder planmäßig Richtung Großhansdorf und Hohen stehen. Vielen Dank. So, wir dürfen aber schon mal rein hier. Das ist ja auch schon mal Gold wert, dass wir jetzt hier schon mal in den Hauptbahnhof einfahren dürfen. Jawohl. Türchen auf. Jo, da hinten gehen die Türen zwar nur auf, aber ist ja auch egal. Jo, wir sind ein bisschen spät dran. Wir machen auch gleich wieder dicht. Ja, da oben ist ein rotes Signal und da unten ein grünes. Das heißt, wir dürfen nur Tempo 20 fahren, glaube ich. Hinweis, sobald der Kollege aus der Abstellung am Bahnsteig gegenüber eingefahren ist, darfst du in die Kehre fahren, um dort die Kehre durchzuführen. Okay, da müssen wir jetzt noch warten, bis da irgendwie einer aus der Kehre rausfährt oder so. Oder ist der schon rausgefahren? Keine Ahnung. Der ist wahrscheinlich schon rausgefahren bei unserer Trödelei hier. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob noch irgendeiner in der Kehre ist. Wo geht's hier überhaupt in die Kehre? Keine Ahnung. Wo ist hier die Kehre? Da wollen wir mal. Nee, da ist noch einer. Da ist noch einer. Der muss erst rausfahren hier. Der Kollege zur Kellinghusenstraße muss erstmal noch raus. Okay, dann müssen wir warten, bis der endlich rauskommt. Dass wir in die Kehre einfahren können. Um dann Wende zu machen. Dann müssen wir auch die Zugziele irgendwie noch ändern, glaube ich zumindest, weil
dann sind wir ja nicht mehr Richtung Farmsen unterwegs, wie jetzt hier, U1 Farmsen, sondern U1 Kellinghusenstraße. Da müssen wir jetzt warten, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr unten auf die Hut achtet, da haben wir 20:38:50 sollen wir in die Kehre einfahren oder da sein. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das hier noch ein bisschen dauern wird. Jo, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes, sehr gut durchdachtes Szenario vom lieben Tränefee gebaut. Könnt ihr euch, wie gesagt, herunterladen auf dem Racing-Forum. Oh, hier ist sowas von scharf, ne? Eieieiei. Da haben wir den Zugfunk. Ne? Ist aber hier so ohne Funktion. Kann man nichts machen, ne? Nö. Haben wir hier noch einen Schalter? Ne, was ist das? Auf, ab. Mhm, okay. Was ist das? Mhm. Jo. Jo, hier können wir auch nichts machen. Da muss man verschiedene Schlüssel einstecken und so. Ne? Keine Ahnung. Na, hier könnt ihr die Scheibenwischer, könnt ihr hier noch steuern. Die Lichtsteuerung, das könnt ihr hier alles machen. Panto hoch, runter. Machen wir jetzt nicht, ist ja alles aufgerüstet. Aber da könnt ihr noch verschiedene Sachen machen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Aber das machen wir jetzt während des laufenden Szenarios, also lieber nicht, sondern das machen wir mal testweise, wenn wir irgendwo rumstehen oder so. Dann hier schön die Kamera. Ah, Max ist erreicht, jawohl. Hier im Hamburger Hauptbahnhof. Da ist sie! Da ist sie! Jawohl, da kommt er! Jo! Dann können wir gleich in die Kehre einfahren. Aber Rangierfahrten hier in der Hamburger Hochbahn nur maximal 20. So, da ist eingefahren. Und ich denke und glaube, dass wir jetzt, glaube ich, in die Kehre einfahren können. Ne? Wir haben ja grün. Und, weiß nicht, dann würde ich sagen, geben wir Gas, ne? Zumindest hoffen, dass wir hier die richtige Weiche erwischen, nicht dass wir hier rausfliegen. Nächster Halt, Lohmühlenstraße. Falsch! Ausstieg links. Falsch! Da wollen wir ja eigentlich hin, aber da ist er gesperrt. Da geht ja nicht. So, und jetzt müssen wir theoretisch den Führerstand wechseln. Den nehmen wir wieder mit, steigen hier ein, drehen den Schlüssel wieder um. Ibis-Daten für die Rückfahrt. Ach du liebe Zeit! Steht das auch im Ibis drin? Ibis-Daten für die Rückfahrt. Zugnummer 182043, Zugziel Nummer 12. Beliebig wählbar. Das schreibe ich mir immer auf hier, weil sonst nicht, dass das nachher im Ibis nicht drin steht. 182043 und die 12. Alles andere ist beliebig wählbar. Okay. Haben wir das hier auch drin? Nee, da ist noch das alte drin. Da ist noch das alte drin, ne? Da müssen wir jetzt das neue eintragen. So. Zugnummer. Ach nee, wir müssen ja noch hier, wir müssen den ja auch noch drücken hier. Dass es einmal Piepe macht, das muss einmal Piepe machen. So, da ist er drin. Und jetzt müssen wir hier die Daten eingeben. Zugnummer ist die 182043. Ich kontrolliere nochmal, was ich mir aufgeschrieben habe. 182043 ist richtig. Dann die 12.
Und dann hier beliebig, das ist ohne Funktion. Und den drücken wir einmal hier. Und dann müssten die Zugdaten hier übertragen worden sein. Da müsste es gleich nochmal Piep machen. Und hier oben kommen die Zugdaten. Pupp! Jawohl! 12 KE für Kelling-Husenstraße. Wir gucken uns das nochmal an. Jawohl! Das ist alles korrekt. Okay, ich denke, dann können wir fahren. Weil der Zug, der dürfte schon raus sein. Natürlich hier wieder nur mit Tempo 20. Fahren wir wieder in den Hauptbahnhof rein und fahren zurück zur Kellinghusenstraße, weil weiter kommen wir hier nicht wegen dem Polizeieinsatz. Ja, der muss warten, bis wir hier raus sind, weil der muss auch in die Kehre, ne, und muss dann auch drehen. Hier, der DT4 hier links, ne, der kommt dann auch nicht weiter. Ja, und wir sind sogar ziemlich pünktlich. 2042, 45 sollen wir hier ankommen und wir kommen sogar etwas verfrüht hier an. Also haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Hier im Hauptbahnhof. Jawohl, da sind wir. Jo, und der fährt weg hier, ne? Unser schöner TT4 hier. Herrlich. Okay, dann haben wir hier noch einen kurzen Aufenthalt und dann geht das wieder zurück zur Kellinghusenstraße. Hier auch die ganzen Leuchtmelder mit der Türsteuerung. Ja, die bedient ihr manuell mit Komma für links und dann natürlich T drücken, Bindestrich für rechts und Punkt für schließen. Oder kommt schon der nächste rein? Hier ist was los. Hier ist was los. So, wir drücken Punkt für schließen. Rumsch. Alles geschlossen. Und weiter geht's. Wieder zurück zur Steinstraße. Steinstraße. Ausstieg links. Ja, Ansagen funktionieren auch. Sehr schön. Jetzt in umgekehrter Richtung. Können wir die Tür auch aufmachen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Jo, natürlich haben wir auch Licht hier, ne? Können die ganz normal mit Taste L machen. Rumsch. Türen zu. Und ab die Post. Nächster Halt, Nessberg. Ausstieg links. Jetzt kommt wieder der orange Bahnhof.
Messberg. Ja, ja, schön mit dem Bildschirm, ne? Kellinghusenstraße steht da auch dran natürlich. So muss das sein. Guckt euch das an, herrlich. Sind sie auch von beiden Seiten? Jawohl, von beiden Seiten. Herrlich, herrlich. So, weiter geht's. Ausstieg links. Ja, dann gibt es ja noch einen weiteren U-Bahn Hamburg Simulator. Ne? Wie nannte der sich noch? Simrail, Race Sim, sowieso Hamburger U-Bahn. Ne? Auf Unreal Engine 5 Basis oder 4 oder was? Keine Ahnung. Und ja, der gefällt mir besonders, also nicht so. Der Sound des DT5, der da mitgeliefert wird, der ist ja nun unterirdisch schlecht, ne? Und ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem hier vom Train-Simulator. Da habe ich also hier mit der Hamburger U-Bahn bei Altair für den altehrwürdigen Train-Simulator wesentlich mehr Spaß. Auch die Lichtverhältnisse und auch die Bäume, die Vegetation, das sieht alles so komisch aus. Also, weiß ich nicht. Mein von der Grafik her nicht schlecht, natürlich, keine Frage. Aber, weiß ich nicht. Müssen wir unbedingt noch einen weiteren U-Bahn Hamburg haben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da muss man sich natürlich immer entscheiden, was man lieber fährt. Also ich fahre lieber den Train-Simulator. Ist einfach so. Allein schon wegen dem Sound, ne? Weil der ist hier wesentlich besser. Oder wesentlich besser umgesetzt. Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegeländeeingang Ost. Next Stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains, as well as Congress Center and Exhibition Halls, Entrance East. Ausstieg links. Ja, das ist die Ansicht von hinten, weil wir haben ja den Führerstand gewechselt. Da ist schon wieder die Hackfresse mit der Rotzbremse. So, Schotten dicht. Schotten sind dicht.
Und weiter geht's zur Hallerstraße. Oh, hier sogar mit Beleuchtung. Nächster Halt, Hallerstraße. Ausstieg links. Ja, alles hier sehr eng bei der Hamburger Hochbahn. Zwischen Decke und Zugdach sind, glaube ich, auch nur wenige Zentimeter. Und ab die Post. Nächster Halt, Klosterstern. Ausstieg links. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn. Ja, und hinter Klosterstern geht's wieder raus aus dem Tunnel. Dann werden wir im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschissen. Und dann landen wir auch wieder in der Kellinghusenstraße. Und dort endet das Szenario. Da, wo wir ursprünglich mal angefangen haben. Aber die Lohmühlenstraße hat gesagt, da kommst du nicht rein. Und so mussten wir unverrichteter Dinge wieder umkehren. Aber so ist das hier. Bei der Hamburger Hochbahn, beziehungsweise auch im S-Bahn-Netz. Da muss manchmal viel improvisiert werden. Oh, sieht das geil aus hier, ne? Holy fuck, ey. Das schaut richtig gut aus. Ja, wenn ihr die Hamburger oder U-Bahn Hamburg von Alten noch nicht habt, habe ich euch unten verlinkt, wo ihr sie herbekommt von Just Trains. Gibt es aber auch bald bei Steam. Dauert nicht mehr lange. Und dann könnt ihr sie auch über Steam kaufen. So, jetzt haben wir hier noch 40. Nee.
Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U3. Ausstieg rechts. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Jo, da ist sie, ne? Die Kellinghusenstraße, da flippst du aus. Jo, hier werden alle Fahrgäste rausgeschmissen, hier geht's dann nicht weiter. Da muss der Zug erstmal zusehen, wo er bleibt, keine Ahnung. Und muss warten, bis der Polizeieinsatz beendet ist. Oh, ist ein bisschen dunkler geworden hier schon. Jo, nun müssen wir rechts aufmachen. Genau. Jo, da sind wir. Hier in der Kellinghusenstraße, auch ein riesengroßer Bahnhof mit 1, 2, 3, 4 Haltestellen. 4 Stück, guckt euch das an, hier richtig mit Bus und Bahn und weiß der Himmel. Es ist einfach ein Bild für die Götter, ne? Was Altair hier vollbracht hat. Es ist einfach der Wahnsinn. Ne? Also, das ist wirklich absolute Pflicht für den Train-Simulator, sowas zu haben. Sowas zu fahren, das ist dann noch mit schönsten Armstrong-Powerhouse-Wetter. Und ja, gut gemacht, damit endet das Szenario. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gruß, Train-Effi. Ich sage auch vielen Dank für das ganz tolle Szenario. Ihr findet alles in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.